Wir singen ein Lied. Tut das gut, wieder zu Hause zu sein. Grüße, meine geliebten Untergebenen. Hier spricht euer geliebter Imperator Hase. Wir haben heute ein paar kleine Neuigkeiten und die werden euch vorgetragen von Klon Nummer Dave. Was ist? Mir? Ich? Ja? Bin ich denn nur von Inkompetenz umgeben? Natürlich bin ich gemeint. Wie auch immer. Die Nachrichten. Der Hirschan-Kanal erreicht 6666 Videoaufrufe. Ein Omen? Oder ist es vielleicht nur ein Zufall? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Weiterhin, Abaddon macht sich selbstständig. Was könnt ihr tun, um ihm helfen, Abaddon Productions auszubauen? Und das Top-Thema, Heerscharensäuberung. Wieder einmal ist es an der Zeit gewesen, dass die Inaktiven rausfliegen. Der Heerscharen-Kanal hat jetzt 6666 Videoaufrufe erreicht. Ob das nun ein Zufall ist, oder ob es ein Omen ist auf bevorstehende große Taten, das vermögen wir leider noch nicht zu sagen. Aber eins ist sicher, mit dieser Zahl wird es auch nicht schwer sein, noch mehr zu erreichen, mit eurer Hilfe. Abaddon macht sich selbstständig. Da Abaddon Productions nun nicht mehr eine reine Spaßorganisation ist, sondern durchaus zu einem ernsten Unternehmen wird, hat Abaddon entschlossen, dass er ein wenig finanzielle Unterstützung braucht. Dies kann durch mannigfaltige Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Er versucht derzeit, wie ihr sicher schon in der Herrscher gelesen habt, ein Browser-Game aufzuziehen. Dazu gibt es nächste Woche mehr Informationen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die jetzt ein Herrscher angeboten hat, über eBay eure Gegenstände zu versteigern und somit Abaddon Productions und dem Imperialen Welteroberungsfonds eine weitere Möglichkeit bieten, sich selbstständig zu machen und Geld zu verdienen. Hierzu folgen noch weitere Infos, Links unten in der Videobeschreibung. Homer J. wurde unterworfen. Nun, diese Information ist eigentlich eher nebensächlich. Aber ich weiß nicht, was ich ihr sonst noch erzählen soll, da ich ein ziemlicher inkompetenter Klon bin, der auch nur von Inkompetenz umgeben ist. Dazu auch ein Link unten in der Videobeschreibung zu Homer J.'s Seite. Inaktiven Löschung bei den Herrschern. Es war wieder mal an der Zeit, dass die Herrscher aussortiert werden von allen Inaktiven, die jetzt dazugekommen sind im Verlauf der letzten paar Monate. Nun, ihr habt sicher den Aufschwung, den gigantischen Aufschwung, die Stärkung der Herrscher miterlebt. Aber damit gingen auch einige Veränderungen mit sich. Es waren viel zu viele Leute, die kommen und viel zu viele Leute, die sich nicht aktiv in der Gruppe beteiligen. Auch nicht im Forum. Da diese Leute jetzt mehrere Wochen lang die Möglichkeit hatten, bei einer Umfrage auf Nein, ich möchte nicht aussortiert werden zu klicken und dies dann teilweise nicht getan haben, wurden sie jetzt aussortiert, eiskalt. Sie sind einfach abgeschoben worden aus dieser Gruppe. Obwohl dieser Begriff noch negativ behaftet ist, das muss ich mir noch anders überlegen. Wie auch immer, falls ihr zu Unrecht aus dieser Gruppe entfernt worden seid, weil es wegen gewisser Inkompetenzen in der Technik und bei den Admins... Wie auch immer, wenn ihr zu Unrecht aus dieser Gruppe entfernt worden seid, könnt ihr sofort wieder eintreten. Das ist gar kein Thema, ihr werdet akzeptiert. Aber dann müsst ihr auch weiterhin aktiv in der Gruppe bleiben, wenn ihr drin bleiben wollt. Das versteht sich von selbst. Das waren die imperialen Nachrichten mit Klon Nummer Dave, dem inkompetentesten Jedi-Klon aller Zeiten. Grüße, meine geliebten Untergebenen. Ich bin Klon Hase.